Ja, meine sehr geehrten Herren, ich habe als Einführung für den heutigen Block zum Bereich Strategie, aber man sollte auch Operation und Taktik hier in den Willen einbeziehen, in die Willensbildung militärischer Abläufe, einige Beispiele ausgewählt, die, glaube ich, interessant sind als Aufhänger, aber auch hier vereinzelt zum Nachdenken anregen. Ja, wir gehen ein bisschen zurück ins späte Mittelalter, in den Hundertjährigen Krieg. Es geht im Wesentlichen um die Sicherung der englischen Herrschaft auf dem französischen Festland, die ja eigentlich seit der normannischen Eroberung hier virulent ist und eigentlich über gute 350 Jahre hier umstritten ist und dann eigentlich in einen so gut wie hundertjährigen Krieg hier mündet. Und es ist also das englische Ziel hier, diese Herrschaft über Teile Frankreichs zumindest aufrechtzuerhalten. Und die erste größere Auseinandersetzung in diesem hundertjährigen Krieg, Sie haben also dann hier eine Skizze aus der Zeit 1415, also die zur Schlacht von Assincourt führt, aber das Ganze beginnt ja viel früher und das Virulente ist, wo man sagt, der politische Wille, auch mit zum Teil unterlegenen Kräften hier, zahlenmäßig unterlegenen Kräften hier die Herrschaft zu sichern, ist also hier etwas, was in mehrere große Schlachten, also wie gesagt Crécy 1346 und Poitiers kurz darauf und dann letztlich Assincourt hier mündet. Das Interessante ist von der taktischen Frage, dass man etwa 69 Jahre später wieder die gleichen taktischen Fehler macht wie 1346 hier in der Schlacht von Crécy. Kerntruppe der Briten ist neben Fußvolk und auch berittenen Rittern hier sind die englischen Langbogenschützen. Und die schaffen es letztlich aus einer gesicherten Stellung, abgestützt durch Palisaden, sowohl bei Crécy wie auch bei Assincourt, hier einem französischen Ritterheer hier eine vernichtende Niederlage beizubringen. Letztlich, das ist also dann bei Assincourt, also dieser Pfeilhagel, man muss sich also vorstellen, dass also jeder Langbogenschütze 8 bis 10 Pfeile verschießen kann pro Minute und das ist also bei ca. 6.000 bis 7.000 Langbogenschützen ein Geschosshagel, der also auch gepanzerten Reitern hier enorme Probleme macht, weil also auch Pferde getroffen werden oder auch nicht geschützte Teile des Körpers getroffen werden. Das ist also hier letztlich eine Entwicklung, wo man wenn man jetzt sagt, die Dauer des Krieges, wo also letztlich England nicht den Sieg davonträgt, Sie kennen also dann die Entwicklung dann Ende der 20er Jahre des 15. Jahrhunderts, Johanna von Orléans, mehrere Siege der Franzosen und letztlich 1453 eigentlich der komplette Verlust der englischen Besitzungen hier auf dem französischen Festland, abgesehen von der Stadt Calais, die also noch bis in die Zeit Heinrichs des VIII., also 1553 hier noch im britischen Besitz bleibt. Strategisch interessant, der Wille England hier diesen Krieg hier weiterzuführen über eine
extrem lange Zeit, die also auch auf beiden Seiten natürlich zur Erschöpfung führt, aber auch auf der anderen Seite der Wille Frankreichs hier mit einigen Unterbrechungen diesen Krieg hier weiterzuführen. Ein zweites Beispiel, das ich also hier kurz anführen will, ist also der deutsche Westfeldzug im Jahr 1940. Nach langen Abwägungen, verschiedenen Aufmarschanweisungen, die also bis in den Jänner 1940 hineingehen, letztlich hier den Krieg gegen die Westalliierten, also damals Großbritannien, Frankreich, aber dann auch durch den Überfall auf die neutralen Staaten Niederlande und Belgien hier im Westen eine Entscheidung zu bringen. Und hier ist also auch der Bereich Fort Thun zu nehmen, wenn man also in Betracht zieht, dass also die Masse der deutschen mechanisierten Verbände bei der Heeresgruppe A im Wesentlichen die als extrem schlecht oder gar nicht gangbar eingeschätzten Ardennen von der französischen Führung her letztlich falsch eingeschätzt werden, weil also riesige deutsche Kolonnen in den ersten drei Tagen dieses Westfeldzugs hier sich durch die Ardennen wälzen und hier nach Westen vorstoßen und die französische Luftwaffe eigentlich so gut wie nicht diese langen Vormarschstraßen angreift. Das ist also einerseits Versäumnis, Fehleinschätzung der Lage, Fehleinschätzung über den Einsatz der eigenen taktischen Luftstreitkräfte von Seiten Frankreich und die Fort Thun, wenn Sie so wollen, auf deutscher Seite, dass dieser Marsch hier durch die Ardennen gelingt und letztlich eine der Vorbedingungen für den Marsübergang bei Sedan, aber auch bei anderen Punkten hier nördlich davon gelingt. Letztlich ist also hier die Entscheidung trotz Versuche von Gegenangriffen französischer Panzerverbände, einer davon, also die 4. Panzerdivision unter General de Gaulle, die also versuchen hier aus dem Raum Albert hier anzugreifen, nördlich der Somme, und auch die Versuche britischer Panzerverbände hier anzugreifen. Das kann also abgeschlagen werden mit Fort Thun, mit sehr viel Glück und auch dann letztlich durch den massiven Einsatz deutscher Luftstreitkräfte. Es ist ja so zum Beispiel, dass Teile der 1. französischen Panzerdivision zum Beispiel im Raum westlich von Dinant beim Auftanken überrascht werden von der 7. deutschen Panzerdivision. Also die französischen Panzer sind also nicht unterlegen technisch, sie sind also sehr gefährliche Gegner. Der französische Char B ist also an Feuerkraft hier und Panzerung den deutschen Panzern hier überlegen, ist also sehr, sehr schwer abzuschießen. Nachteil ist die Überforderung des Kommandanten und die in den meisten Fällen nicht vorhandene Funkausrüstung. Also das heißt, sehr oft kämpfen die Panzer als einzelfahrende kleine Festungen. Die Franzosen haben also hier, das ist also auch ein Mythos der Geschichte gewesen, dass die deutsche Panzerwaffe qualitativ und quantitativ überlegen wäre, das stimmt nicht. Die Franzosen hatten hervorragende Panzer. Allerdings muss man dazu sagen, Funkverbindung war also äußerst mangelhaft und auch die Verbindung zwischen den einzelnen Divisionen und zum Korps. Und da könnte man also lang darüber sprechen, auch warum der Durchbruch bei Sedan dann innerhalb von 24 Stunden gelungen ist, muss man also hier dazu sagen. Eine große Rolle spielen also die deutschen taktischen Luftstreitkräfte bei der Abwehr dieser
alliierten Gegenangriffe, sowohl französischer Panzerverbände wie auch britischer Panzerbrigaden. Das ist also etwas, wo man sagt, hier ist Wille da, wenn man sagt, die 7. Panzerdivision ist also hier vorgeprescht. Der Divisionskommandeur Generalmajor Rommel war oft gar nicht erreichbar für die anderen Truppenteile, weil er also hier von vorne geführt hat. Das hat teilweise zu chaotischen Zuständen geführt um den 15., 16., 17. Mai. Letztlich war es aber auch fortünn, dass man sagt, es ist nichts Dramatisches passiert. Ein Beispiel, wenn man sagt, Wille auf der taktischen Ebene, wenn man überlegt vom militärischen Potenzial, ja, wie hätte das eigentlich ausgehen müssen? Im Indischen Ozean begleitet ein kleiner indischer Minensucher, also aus den Commonwealth-Streitkräften, am 11. November 1942 einen Tanker, einen niederländischen, und wird also von zwei großen, über 10.000 Tonnen groß, japanischen Hilfskreuzern angegriffen. Artillerieüberlegenheit, eine 10,2 cm Kanone beim Minensucher und insgesamt 16, 15 cm Geschütze auf Seiten der japanischen Hilfskreuzer. Also man hätte eigentlich sagen müssen, das hätte hier eindeutig ausgehen müssen. Der Wille des Kommandanten, des kleinen Minensuchers, ist, er fährt auf die zwei Hilfskreuzer zu, er zielt einen Zufallstreffer, mehr oder weniger auf den einen Hilfskreuzer in die Torpedoabschussanlage, und der Hilfskreuzer gerät in Brand und explodiert, und der andere japanische Hilfskreuzer zieht sich hier zurück. Eine Mischung aus Willen zum Kampf und Fortune. Und sozusagen noch einmal ein kleintaktisches Beispiel, wenn man sagt, der Wille, 7. Dezember 1941, japanischer Angriff auf Pearl Harbor. Nur 11 amerikanische Jagdflugzeuge können starten. Zwei davon, den Leutnanten Welsh und Taylor, können unter schwierigsten Umständen, hier gefährlichsten Umständen, 6 japanische Flugzeuge abschießen. Überleben das beide sogar. Ja, und wenn man sich jetzt denkt, was ist denn passiert, eigentlich eine Heldentat. Da die beiden Herren allerdings ohne Befehl gestartet waren, wurden vorerst disziplinäre Schritte gegen sie erwogen, allerdings dann nicht eingeleitet. Und die höchste Tapferkeitsauszeichnung der USA, die Medal of Honor, wurde jedoch beiden verweigert. Sie erhielten dann niedrigere Auszeichnungen. Und auch eine Militärbürokratie geht oft bei individuell gezeigter Willensstärke, Tapferkeit und Fortun zumindest manchmal äußerst seltsame Wege. Ja, und dann vielleicht ein kleiner Abschluss dann, wie sieht es hier in unserem Land aus in den 80er Jahren? Man hat sich also hier geeinigt, Herr General Pleiner wird das also detailliert besser wissen, was also hier angedacht wurde, nämlich das Konzept der Raumverteidigung, dass man dann versucht hat, in den 70ern und 80er Jahren hier umzusetzen. Wie gesagt, eine Abhaltestrategie, die versuchen sollte, Österreich möglichst ungeschoren aus einem konventionellen Ost-West-Konflikt herauszuhalten. Für die Umsetzung allerdings dieses Konzepts, das also etwa 12, 13 Jahre hier gebraucht hat, von der Konzeption bis zur Umsetzung, konnte es aber im materiellen Bereich, teilweise auch im personellen Bereich, nicht voll umgesetzt werden. Warum? Weil die
die politische Willenserklärung zwar da war, dieses Konzept umzusetzen, es konnte aber nur in Teilen umgesetzt werden, weil also die finanziellen Mittel nur in einem partikulären Ausmaß hier zur Verfügung gestellt werden. Also es gab eine Rechnung dann aus dem Jahr 1981, wo man gesagt hat, bis zu einer Zwischenstufe beim Ausbau bis 1986 hätte man noch ca. 17 Milliarden Schilling gebraucht, also etwa heute 1,2 Milliarden Euro, durch den Geldwert ein bisschen anders, höher noch anzuschlagen. Aber es gab eine politische Willensäußerung dazu, letztlich aber der politische Wille sozusagen, die Mittel im ganzen Ausmaß zur Verfügung stellen, das war also hier nicht der Fall. Ja, meine Damen und Herren, ich sage, es war ein kleiner Ritt durch die Geschichte von der größeren Militärstrategie, von operativen Konzepten bis zur Taktik. Es wird aber hier fühlbar, dass also Wille und Fortune in einem engen Zusammenhang stehen. Und ich hoffe, Ihnen hier ein paar Anregungen geboten zu haben. Und ich darf also nun unseren ersten Referenten, Herrn Oberst Lautsch, bitten, hier seinen Vortrag zu halten. Meine Sachen finden. Ja. Kann ich da auch so, dass man da mal sieht, welche die neuen, die nächsten sind? Oder? Nee, geht nicht. Jetzt muss ich nach dem gehen. Okay. Jawohl. Ja, meine Herren. Nach dem Gesamtüberblick aus historischer Sicht schließe ich an mit meinen persönlichen praktischen Erfahrungen, und zwar zur Zeit des Ost-West-Konflikts, und versuche, eine Verbindung zwischen Strategie und Taktik herzustellen. Also sozusagen die Schnittstelle zwischen Strategie und Taktik, die sogenannte operative Kunst. Was das auch bei vielen noch immer bedeutet. Bei den Russen und bei den Amerikanern ist das klar. In Deutschland haben wir unsere Probleme. Aber auch anderswo. Kurz zu meinem Werdegang. Ich bin Jahrgang 1949, Absolvent der Frunse-Akademie in Moskau, diente in der Nationalen Volksarmee und in der Bundeswehr, war grundsätzlich von 1970 bis 1982 Aufklärungsoffizier. Bei uns hieß das damals Truppenaufklärung in Verbindung mit der Bundeswehr Panzeraufklärer, also die Truppe vor Ort. Und war dann von 1983 bis 1987 Leiter der operativen Abteilung im Kommando des Militärbezirks 5 in Neubrandenburg. Diese Abteilung, um das zu verstehen, besteht aus zwei Elementen. Einmal das Feldheer, die sogenannte 5. Armee, integriert in die erste Front als Großverband, und den anderen Teil, das Territorialkommando, mit der Aufstellung einer weiteren Armee und mit der Unterstützung der aktiven Feldarmee. Und meine letzte Verwendung war Leiter Unterabteilung Ausbildung im Ministerium für Nationale Verteidigung bis zur Wende. Zum 2. Oktober 1990. Danach wurden einige Offiziere, auch wenige Oberste, übernommen für ganz spezielle Fachbereiche. Zum Beispiel war ich zuständig für die Übernahme aller Truppenübungsplätze der Russen in das Bundesvermögensamt. Eine immense Arbeit, die innerhalb von einem Jahr abgeschlossen werden musste. Ich konnte mir dazu eine eigene Arbeitsgruppe bilden, das war alles damals möglich. Habe natürlich mir bekannte Offiziere hinzugezogen, wo ich davon ausging, das sind alles tolle Leute, die können das, wir kriegen das in einem Jahr hin. Und alle sind in der Bundeswehr übernommen worden.
Das Glück war, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Generalstabsoffizier als Vorgesetzter G3, Oberst Kobe, der uns die Wege geebnet hat, auch Offizier der Bundeswehr zu werden. Hatte zwar geglaubt, dass ich wenigstens meinen letzten Dienstgrad erreiche, war mir aber nicht möglich, weil man kann einen alten Kommunisten nicht als Kommandeur eines Verbandes aufstellen. Also so ehrlich muss man das sagen, das hat mir ein General der Bundeswehr dann gesagt, Herr Lautsch, also irgendwann ist bei Ihnen noch Schluss, wenn Sie noch Oberstleutnant wären, ist das okay, aber das war es dann auch. Ich habe mich nie darüber geärgert, ich habe meinen Job gemacht und nach Beendigung meiner aktiven Dienstzeit war die beste Verwendung als Rüstungskontrollstabsoffizier und Militärbeobachter in der OSZE, wo ich meine alten Kameraden wiedergefunden habe und wir sicherlich für die, im Rahmen der OSZE Wiener Dokument für das Verteidigungsministerium, für das Auswärtige Amt eine immense Arbeit geleistet haben, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Heute bin ich Pensionär im Fach Geschichte und Philosophie, versuche ich eine Dissertation auf den Weg zu bringen. Habe zahlreiche Buchprojekte bereits absolviert, unter anderem Kriegsschauplatz Deutschland und mein letztes Buch Grundzüge des operativen Denkens und Ausblick in die Zukunft oder in die Gegenwart ist im vergangenen Jahr publiziert worden. Das kurz und vielleicht schon wieder viel zu viel für meinen Werdegang. Nun komme ich zu dem Thema. Mein Kurzreferat beinhaltet das Thema die operative Kunst als Scharnier zwischen Strategie und Taktik, vor allem aus historischer Sicht des Kalten Krieges. Generalleutnant Professor Wassili Resnitschenko, zu meiner Studienzeit in Moskau Leiter der Fakultät Operative Kunst an der Frunse-Akademie, hat in seinem bekannten Buch Taktik von 1988 hervorgehoben, Verstand, Wissen, Willen, Fähigkeiten, militärisches Talent sowie die Kunst des Kommandeurs und die Erfahrungen der Truppe sind wichtige Faktoren, die die Entwicklung der Kriegskunst bestimmen. Das Thema ist zu komplex, um es in wenigen Minuten zu behandeln. Ich werde mich zum Faktor Willen auf 5 Thesen konzentrieren. Ich beginne mit einer grundsätzlichen These des norwegischen Wissenschaftlers Professor Tom Kapp, der sich mit Bewältigungs-, Leistungs- und Spitzenleistung im Management, aber auch mit dem Faktor Willen in den Streitkräften auseinandersetzt. Hierzu hat er 2017 in Moskau eine Publikation mit dem Titel »Stählerne Wille, wie man seinen Charakter festigt« herausgegeben. In seiner Untersuchung kommt er zu dem Schluss, gleichsam meine erste These, Willensstärke ist die wichtigste Ressource, die es uns ermöglicht, unsere Ziele zu erreichen und mit Schwierigkeiten umzugehen. Tom Kapp argumentiert, dass wenn du nicht genügend Entschlossenheit besitzt, Entscheidungen zu treffen, aber mehr im Leben erreichen willst, ist es notwendig, einen Weg zur Herausbildung der Willenskraft zu entwickeln. Kapp fordert keine radikale Veränderung der Lebensweise, postuliert aber, dass man an sich selbst arbeiten muss, um Willenskraft zu entwickeln. Er erörtert das Wesen der Willenskraft mit Fähigkeiten, die zu besitzen sind, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen und das zu tun, was man zu tun beabsichtigt. Entscheidungen treffen und Absichten umsetzen erfordert vor allem Energie und mentale, geistige Tätigkeit. Um Erfolgsaussichten zu erhöhen, können Strategien zur effektiven Nutzung der Willenskraft eingesetzt werden. Hier war zwar der Begriff Strategie in nicht-militärischen, eher psychologischen Zusammenhang betrachtet worden, jedoch wird das Wort Strategie
bewusst verwendet. Gemeint ist die Fähigkeit, eine Sache über die andere zu stellen. Unter militärischem Gesichtspunkt bedeutet das, die Strategie über die operative Kunst und Taktik zu stellen, um ein strategisches Ziel zu verfolgen. Soweit holzschnittsartig eine psychologische Sichtweise zum Strategiebegriff. An der Entwicklung des Strategiekonzepts war der preußische Generalmajor Karl von Clausewitz beteiligt. Meine zweite These. Clausewitz verstand, dass die Führung einer Armee in erster Linie die Führung von Menschen unter den Bedingungen von Friktionen ist. Mit Friktionen meinte er Reibung nicht als physischer Faktor, der durch technische Hilfsmittel reduziert werden kann, sondern psychologischer Faktor, der jedem einzelnen Menschen innewohnt. Clausewitz betrachtete die Friktion mit all den Schwierigkeiten und feindlichen Gegenmaßnahmen, die den wirklichen Krieg von militärischen Planungen unterscheidet. Denn auch die genaue Planung oder genaueste Planung kann nicht alle Dinge voraussehen, die bei einer Umsetzung misslingen können. Nach Clausewitz sind die wichtigsten Werkzeuge der Kriegsführung Strategie und Taktik. Aber Clausewitz lebte vor 200 Jahren. Seine Absichten waren vor allem für Heerführer bestimmt, die große Menschenmassen unter extremen Bedingungen zu führen. Seine Theorie der Friktion bezog sich auf das Wesen der Willenskraft als ein Erfordernis zur Mobilisierung von Menschen angesichts von Schwierigkeiten und Hindernissen. Strategie bedeutet eben nicht, dass man Pläne erarbeitet und handelt, wie bei einem Schachspiel. Eine Strategie im militärischen Sinn zu verfolgen bedeutet, ein klares Verständnis darüber zu haben, welche Kampfhandlungen tatsächlich notwendig sind, um den militärischen Auftrag erfolgreich ausführen oder eine Schlacht gewinnen zu können. Dabei ist selbstverständlich die Lage allseitig zu beurteilen, mögliche Schwierigkeiten vorausschauend einzuschätzen und die eigenen Fähigkeiten darauf abzustimmen. Die Strategie stützt sich bei Clausewitz unter anderem auf die Mobilmachung oder auf die Mobilisierung der Willenskraft, Gefechte mit notwendigen Ressourcen zu führen und es ermöglicht, den Krieg als Ganzes zu gewinnen. Lassen Sie mich einzelne Ansichten herausragender Militärs zum Faktor Willen skizzieren. Bisschen zu früh gekommen, aber ist schon da. Im Handbuch für Generalstabsdienst im Krieg von 1939, herausgegeben von Franz Halder, Chef des Generalstabes des Heeres von 1938 bis 1942, weist er auf die Verantwortung des Generalstabsoffiziers als Berater, Helfer und gewissenhafter Vollstrecker der Entschlüsse und Befehle seines militärischen Führers hin. Dabei betont er, dass der Generalstabsoffizier den Pulsschlag der Truppe fühlen muss, um ihre Leistungsfähigkeit bei der Beratung seines Führers richtig bewerten zu können. Seine Wertschätzung in der Truppe ist ein untrüglicher Maßstab für sein Wirken. Nunmehr komme ich Nunmehr komme ich zu meiner dritten These. Die Einheit von Theorie und Praxis als Grundlage für die Herausbildung des Willens. Vorausschauender Blick in die Ungewissheit des Krieges und der unbeugsame Wille zum Gegner, das Gesetz des Handelns vorzuschreiben, soll das Denken des Generalstabsoffiziers und seine Ratschläge beherrschen.
Der Truppenführer muss in jeder Hinsicht das Vertrauen und die Achtung seiner Truppe besitzen. Ein starker Wille, ein lauterer Charakter sind neben dem Wissen und Können für ihn Vorbedingungen. Deshalb muss sich der Truppenführer durch klare Grundsätze leiten lassen. Die Entscheidung und Verantwortung liegt allein beim oberen Führer. Gemeint ist hier der Chef des Generalstabes, der sich voll für die Verwirklichung des Willens seines Vorgesetzten, mit anderen Worten der politischen Führung, einsetzt, auch wenn deren Absichten und Entschlüsse von seinen eigenen abweichen. Die Entscheidung und Verantwortung liegt beim oberen Führer, gemeint ist hier der Chef des Generalstabes. Diese hehren Positionen militärischen Verhalten gelten nach wie vor. Somit sind die Handlungen der Truppen im Gefecht oder in der Operation dem Willen des Kommandeurs bzw. des operativen und taktischen Führers untergeordnet, die sich weitgehend auf ihre militärischen Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihre Unterstellten stützen, die die Lage allseitig beurteilen und die möglichen Lageänderungen voraussehen. Meine vierte These: Der Kampf mit dem Gegner zeichnet sich durch die besondere Rolle des Willens zum Erfolg und zum Sieg aus. Die Hauptsache ist zu verstehen, dass egal um welcher Führungsebene es sich handelt, das Gefecht oder die Operation ohne Wille und Entschlossenheit erfolgreiches Handeln weitgehend einschränkt. Insofern sind Truppenführer ständig mit dem Faktor Willen konfrontiert. Deshalb muss Willenskraft im erforderlichen Maß entwickelt werden, um die Truppe zu motivieren, das Engagement der Soldaten zu erhöhen und negative Einstellungen zu minimieren. Der Wille beschreibt den Entscheidungsakt, den Willensakt, das bewusste Umsetzen von Vorstellungen, Zielen und Motiven in die Realität, durch Handlung zum Erreichen von gewollten Resultaten und Ergebnissen. Im Kampf mit dem Gegner ist der Wille zum Erfolg von entscheidender Bedeutung. Dabei findet die vom Willen geprägte Initiative, gewiss auch andere Prinzipien der Kriegskunst, besonderes Gewicht. Deshalb muss gerade die quantitativ unterlegene Seite ausreichend geistig befähigt und beweglich sein und für den Kampf eine hinreichende Anzahl durchsetzungsfähiger Kräfte und Mittel bereitstellen. Daraus folgt die Formel, oder kann die folgende Formel abgeleitet werden, ganz unten in dieser Grafik. Absicht, also der Wille plus schöpferische Umsetzung gleich erfolgreiches Handeln, gleichsam das Ergebnis allseitiger militärischer Tätigkeit. Nunmehr komme ich zur operativen Kunst als Scharnier zwischen Strategie und Taktik. Nach Clausewitz ist das erste Geschäft einer jeden Theorie das Aufräumen der durcheinander geworfenen und ineinander verworrenen Begriffe und Vorstellungen. Und erst wenn sich über Namen und Begriffe verständigt wurde, darf man hoffen, in der Betrachtung der Dinge mit Klarheit und Leichtigkeit voranzugehen. Insofern meine fünfte und letzte These: Operatives Denken erfordert begriffliche Klarheit, vor allem des Begriffs operative Kunst und operatives Denken. Der Operationsbegriff wurde bereits seit dem 19. Jahrhundert in verschiedener Weise angewandt. Karl von Clausewitz verwendet ihn in seinem in den 1820er Jahren entstandenen Werk Vom Krieg häufiger. Das 15. Kapitel seines fünften Buches trägt im zweiten Teil den Titel Operationsbasis. Der Begriff operative Kunst ist offensichtlich in der Wende zum 20. Jahrhundert in Russland entstanden. An der Imperialen Nikolai-Militärakademie in Petersburg wurde der Bestandteil operative Kunst von exponierten Wissenschaftlern als eigenständige Führungsebene zwischen Strategie und Taktik an der Militärakademie
Dort hat er an der sogenannten damaligen Militärgeneralstabsakademie in Lehre und Ausbildung von Spitzenmilitärs aufgenommen. Das Konzept operative Kunst wurde zwischen 1923 und 1937 von Schaposchnikow, Tuchaschewski und Triandafilov unter dem Fokus der tiefen Operation ausgearbeitet. Dabei die Anwendung unterschiedlicher Gefechte in Raum und Zeit im Interesse der Zielsetzung einer übergeordneten Operation. Außerhalb der Sowjetunion tat man sich schwer, das russische Verständnis zu akzeptieren. Der international angesehene britische Militärschriftsteller Little Hart schlug Mitte der 1950er Jahre für Großbritannien und andere westliche Staaten ein vergleichbares Konzept vor. Allerdings unter dem ihm geeigneten Begriff Grand Tactics oder Grand Tactics. Zudem beschäftigte sich der französische General André Buffet mit dem Konzept unter der Bezeichnung operative Strategie. Also beides haben vom Prinzip das Wesentliche gesehen, den wesentlichen Inhalt von der operativen Kunst. Aber man sieht schon bei Little Hart die große Taktik. Die große Taktik ist bei ihm also die Operation. So unterschiedlich ist das damals verstanden worden. Aber darüber hinaus befassten sich im Westen ab Mitte der 1950er Jahre, vor allem in den Phasen der Entstalinisierung durch Khrushchev, der Perestroika und Glasnost unter Gorbatschow, herausragende Historiker wie der Amerikaner Jacob Kipp, Robert Epstein, David Glanz, James Schneider und der Brite David Kendler sehr intensiv mit Erkenntnissen aus russischen und sowjetischen militärischen Studien. Darüber hinaus ist das operative Denken bis zum Ende des Kalten Krieges vielfach in bündnisgemeinsamen bilateralen und nationalen Konsultationsgesprächen behandelt worden. Jetzt muss ich einen Sprung machen. So, hier ist ein Versuch. Kameraden. Ich weiß, dass es dort unterschiedliche Meinungen geben kann, aber das ist das, was der Russe und der Amerikaner aus meiner Sicht, nach meinen Erkenntnissen zum Studium der operativen Kunst und des operativen Denkens als Zusammenfassung darstellen kann. Die Definition Operation, teilweise reproduziert aus Quellen des Warschauer Paktes, zudem im Austausch mit westlichen Kennern, ist sie von mir leicht korrigiert und dem Verständnis der NATO angepasst worden. Sie bildet den Diskurs von Kennern ab, blendet allerdings den politischen Kontext aus. Es wäre gut, wenn in Ost und West im Rahmen der Begrifflichkeiten zusammenkommen, also Militärs zusammenkommen und Gemeinsamkeiten fänden. Letztlich wird sich niemand der Interpretation des Textes entziehen können. In angleichen gemeinsamer Auffassung könnte nachfolgende Definition gelten. Die Operation ist die Gesamtheit von nach Zielen, Aufgaben, Ort und Zeit abgestimmten und miteinander verbundenen Schlachten, Gefechte, Schläge und Manövers bzw. der Bewegung verschiedener Truppen und Kräfte. Das ist also viel mehr als das Gefecht. Es ist ein Sammelsurium von Einflüssen, um Operationen zu planen, organisieren und durchzuführen. Diese Operationen werden gleichzeitig und aufeinanderfolgend nach einer einheitlichen Idee oder Absicht, auf alle Fälle nach einem einheitlichen Plan zur Erfüllung von der durch die Strategie gesetzten Aufgaben auf einem Kriegsschauplatz bzw. in einem Operationsgebiet in einem festgelegten Zeitraum durchgeführt werden. Jetzt könnte man das noch weiter unterteilen. Ich will nur noch einen Aspekt nennen. Zur heutigen Entwicklung. Je nach den beteiligten Kräften können Operationen zukünftig verbundene Operationen, mehrere Teilstreitkräfte, Joint Operations oder auch selbstständige Operationen
in einem begrenzten Operationsgebiet seien. Diese Definition ist in Ansätzen in Field Manual 100-5 im Kapitel 2 aus dem Jahr 1986 und aus dem Aufsatz des damaligen Obersten Dieter Brandt, späteren Generalmajor der Bundeswehr, in den Denkschriften zu Fragen der operativen Führung zu finden, welche 1987 durch den früheren Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Hans-Henning von Sandrath, herausgegeben wurde. Hier der Versuch einer Begriffsbestimmung, zum operativen Denken. Das operative Denken ist ein Erfordernis, vor allem den Gegner seine Absichten hinsichtlich weit gesteckter politischer und strategischer Ziele zu verwehren. Operatives Denken ist ein schöpferischer Prozess, Kräfte und Mittel in Raum und Zeit im Interesse operativer und strategischer Zielsetzung optimal zu planen und gemeinsame Kampfhandlungen durchzuführen. Dabei werden operative Schwerpunkte gesetzt, die durch integrierte Land-, Luft- und später wahrscheinlich kosmische und Seekriegsführung zu erreichen sind. Mein Fazit: Die NATO befindet sich in der Transformation ihrer Streitkräfte und damit in einem Prozess der Belebung des operativen Denkens. Dies verlangt nach ideenreicher, beweglicher, risikobewusster Operationsführung, die nur im abgestimmten Denken, gemeinsamen Planen und Handeln der Teilstreitkräfte und Bündnispartner erreicht werden kann. Die sich abzeichnende Verminderung der Bedeutung von Nuklearwaffen für die Kriegsführung weist in der Zukunft den konventionellen Kräften eine noch wichtigere Rolle zu. Mit ihr erhöht sich die Notwendigkeit, den Anforderungen der Theorie und Praxis der operativen Kunst bei der Vorbereitung und Durchführung von operativen Kampfhandlungen besser gerecht zu werden. Doch stellt sich die Frage, wie wollen sich Fachleute unterschiedlicher Couleur mit militärwissenschaftlichem Interesse mit der operativen Kunst befassen, wenn gerade jene Tradition des operativen Denkens im damaligen Ostblock nicht hinreichend im Fokus der militärwissenschaftlichen Aufmerksamkeit, vor allem von westdeutschen Experten, stehen. Im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist, gestützt auf die bisherigen Erkenntnisse in Ost und West, der gemeinsame Wille notwendig, eine moderne Interpretation der operativen Kunst als Scharnier zwischen Strategie und Taktik zu entwickeln. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, meine Herren. Sollten Fragen bestehen oder machen wir es zum Schluss? Okay. So, vielen Dank, Herr Oberst, für Ihre Ausführungen, die auch aus einem nicht neuen, aber ganz anderen Blickwinkel hier mal vieles Neues eigentlich gebracht haben. Ich darf also nun Herrn Oberst Kaiser bitten, seinen Vortrag zu halten. Dankeschön. Meine Herren Generale, meine Herren, militärisch-politisches, strategisches Gedankengut und Wille im historischen Kontext. Thukydides schreibt dazu, die Stärke eines Staates sind nicht Schiffe noch Mauern, sondern Männer. Im letzten Jahr und im Konferenzband veröffentlicht, habe ich über die Entwicklung des strategischen Gedankenguts aus historischer Sicht gesprochen. Auch wenn die Entwicklung von Strategien politisch oder militärisch selbst schon eine Herausforderung darstellt, bleiben diese häufig ein theoretisches, auf die Zukunft ausgerichtetes, planerisches Konstrukt. Ungleich schwieriger dagegen stellt sich deren Umsetzung in die politische, gesellschaftspolitische oder militärische Realität dar. Hierbei scheint mir mit dem Willen der politischen und oder der militärischen Führung, um das Wort Feldherr zu vermeiden,
ein zentraler Punkt vorzuliegen. Denn eben auch die Verfolgung oder Umsetzung einer Strategie ist und bleibt Strategie. Zumal wenn Clausewitz fordert, dass der Stratege mit ins Feld ziehen muss. Daher sollen im Folgenden einige historische, weitgehend militärische Willensträger mit ihren Stärken und Schwächen chronologisch und ohne priorisierende Wertung vorgestellt werden und anhand ihrer Entscheidungen der Wille und sein geistig-emotionales Umfeld dargestellt werden, aber auch die Langzeitwirkung dieser Entscheidungen. Mit dem Blick auf das Eingangszitat von Thukydides und ganz im Sinne der Geschichtsschreibung von Herodot, die leider durch die aktuelle moderne Historie der Geschichte von unten ein wenig aufgeweicht ist, gilt die Darstellung der Taten großer Männer und bleiben dabei doch die Entwickler von Strategien meist im Hintergrund, der Umsetzer dagegen tritt in die Geschichte ein. Deren Willen hierin gilt es zu erfassen, denn der Willen eines Volkes oder vom wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Gruppierungen ist schwer zu ermessen. Mit einer Ausnahme. Großbritanniens historisches Credo Britannia rules the waves. Im Übrigen gestern schon angesprochen, deutlich durch die Navigationsakte von Cromwell, die völkerrechtswidrig das schöne Buch, erste Seerechtsbuch von Hugo Grotius, De Mare Libero, aufgehoben hat und eigentlich für Großbritannien bis heute gilt, ist da sicherlich eine Ausnahme. Und wenn man den Satz nimmt, right or wrong my country, dann kann man das noch bestätigen. Festzustellen bleibt aber auch, dass Strategie ohne Willen nicht bestehen kann, aber Handlungswillen ohne ein vorausgehendes, vorausschauendes oder begleitendes strategisches Konzept durchaus möglich ist. Allerdings ist festzuhalten, dass immer mit dem Willen ein wie auch immer geartetes Ziel vorhanden sein muss. Der soll dieser kurze Einführungsvortrag auch mit meiner Darstellung oder Definition des Willens und der Hervorhebung moralischer Aspekte beginnen, ohne dabei auf die so bedeutende Beziehung von Freiheit und Willen näher einzugehen. Hierzu nur so viel, dass nach Friedrich dem Großen der Akt des Willens aus der Freiheit und ohne Zwang erfolgt und damit ein Zeichen für persönliche innere Resilienz ist. Wille an sich ist wertneutral und wird erst durch einige Attribute zu Willen. Neben den drei Forderungen zu wissen, was man will, zu wissen, was man nicht will und der Fähigkeit auf Veränderungen oder Friktionen im Sinne von Clausewitz zu regieren, gehören unter anderem der Wille nach Veränderung, also Innovation, eine unbeirrte Zielorientierung, die Durchhaltefähigkeit wie die Urteilskraft als Takt des Urteils hinzu. Eine Triebfeder scheint dabei unentbehrlich, der Glaube an sich selbst, der allerdings in den gefährlichen Glauben an seine möglicherweise außergewöhnliche Bestimmung in die Irre führen kann. Daran knüpft aber auch die Rechenschaftslegung vor sich und vor anderen. Beide Voraussetzungen wiederum hängen mit einer inneren Sehnsucht des Menschen nicht nur nach Erfolg, nämlich militärisch der Wille zum Sieg, sondern vor allem mit dem Nachruhm zusammen. Augenscheinlich gehören gerade diese Triebfedern zu den inneren Genen des Menschen und zum europäischen Kulturkreis. Dort zumindest seit der Antike neben der Neugier nachgewiesen. Die Frage des Nachruhms oder der Wunsch, zumindest in das Gedächtnis seiner und späterer Zeiten einzugehen, bewegt bis heute handelnde Personen. Dies hängt eben auch seit Homer und Herodot und später der Edda mit der Sorge zusammen, seinen Nomen Invictum zu verlieren und der Schande einer Ignomia anheimzufallen. Den Begriff Willen zum Sieg finden wir spätestens bei Machiavelli, Ranke oder Nietzsche wieder, wobei es die höheren moralischen Energien sind, die auf den Kampfplätzen der Weltgeschichte sich als Sieger durchsetzen. Zwischen 1914, insbesondere durch Friedrich Emanuel mit seinem Buch Der Wille zum Sieg, und dann nochmal ab 1939, wird dieser Wille allerdings
besonders strapaziert, findet sich jedoch als herausgehobene Forderung noch in aktuellen US-amerikanischen Vorschriften unter dem Titel We'll Fight to Win wieder. Daneben sind auch die Leidenschaften, herausragend vor allem bei einem Mann wie Gneisenau zu nennen, und dennoch die Fähigkeit, in der Krise kühlen Kopf zu bewahren, oder die moralischen Größen, um den unbedingten Willen sozusagen einzukasteln und sein Ausbrechen in Maßlosigkeit oder gar Hybris zu verhindern. Die Übersteigerung von Zielen oder Forderungen oder einfach die Selbstüberschätzung verliert eben die Maße. Schließlich darf auch eine der bemerkenswerten Tugenden, schon von mir angesprochen, die Neugier als Antrieb, nicht außer Acht gelassen werden. Ergänzend dazu kann zu viel Vertrauen in die eigene, alles überragende Willenskraft dann auch zu Realitätsverlust führen. Zuletzt hilft uns hier auch Clausewitz weiter. Zwar hat er den Begriff Willen im Gegensatz zu Strategie nur selten verwendet, aber er sieht den Willen als zentrales Element der Strategie, umgeben von der Überlegenheit des Geistes auch im Felde. Dabei muss die Anstrengung des Willens mit dem vorgesetzten Zweck der Strategie im Einklang stehen. Der Feldherr kann dabei weder von der Einsicht noch vom guten Willen sowie Mut und Charakterstärke der Nachgeordneten das Wünschenswerte erwarten. Er selbst muss sich vor Eigensinn hüten und neben dem coup d'œil die Energie des Handelns, Mut und Festigkeit, Gemüts- und Charakterstärke, eine klare Einsicht und den Widerstand des Willens beweisen. Hierzu einige historische Beispiele, teilweise im Sinne von der longue durée Fernand Braudels, deren Langzeitwertung. Beginnen will ich mit Homers Odysseus, ohne dass ich gestern mit Herrn König das abgestimmt habe, dessen Urlist den Krieg beendete, dessen Willen zur Heimkehr sich auch gegen die Götter durchsetzte, auch wenn er sein wichtiges Ziel, seine Gefährten heimzuführen, nicht erreichen könnte. Oder die Strategie eines Themistokles, mit dem Willen zur Rettung Athens, unter Nutzung des Orakels seine an Mauern gewöhnte Mitbürger zur Seeschlacht überzeugte und nicht, wie von allen erwartet, unterging. Und schließlich noch Alexander, der im Grunde mit einer Strategie einer Vereinigung eines Großgriechenlands begann und dann ohne eine weitere Strategie fast die Welt eroberte. Aber mit dem Willen, eine hellenistisch geprägte urbane Weltzivilisation aufzustellen, eine Zivilisation, die ihn selbst und die Geschichte über Jahrhunderte überlebte. Aus dem Mittelalter greife ich nur den Papst Gregor VII. Heraus, der als die Zuchtrute Gottes nicht nur durch Canossa mit unserer deutschen Geschichte verbunden ist, sondern interessant vor allem mit seiner vor allem durch Hass getragene und von theologisch-kirchlichen Machtvorstellungen geprägte Strategie, das Dictatus Papae von 1075 veröffentlichte, welches er mit unbändigem Willen und unter Nutzung aller denkbaren politischen Intrigen gegen den Kaiser durchsetzte und welches maßgeblich die Reichsgeschichte noch in das 14. und 15. Jahrhundert bestimmte. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm kann als ein Gesamtstratege gelten, ging es ihm doch vor allem darum, aus seinen verstreuten Provinzen ein zentral verwaltetes und im Machtspiel des Reiches auch anerkanntes Staatswesen zu schaffen. Nach dem besonders für Brandenburg verheerenden Dreißigjährigen Krieg gelang es ihm gegen das Reich, gegen die fremden Signatarmächte von 1648, vor allem gegen Schweden, und gegen die eigenen Stände mit strategischem Weitblick, harter Hand und unbeugsamen Willen die Bildung eines kraftvollen absolutistischen Verwaltungsstaates. Ohne ihn kein Wilhelm IV., kein Friedrich der Große. Dem fast zeitgleichen Wallenstein, zwar mit politischem Weitblick, fehlte dagegen nicht nur die Fortune und eine klare Beurteilung seiner Zweck-Ziel-Mittel-Relation, vor allem aber war seine Willenskraft durch die nachgewiesene Abhängigkeit von astrologischen Deutungen geschwächt.
Cardinal Richelieu, dem Begründer der Idee eines Frankreichs der natürlichen Grenzen, mit einer darauf ausgerichteten Strategie, gebührt ein besonderer Hinweis. Machtwille und Ehrgeiz, dazu geschmeidige Klugheit, legten die Grundlage für den absolutistischen Zentralstaat überhaupt. Mit besonders geeigneten Heerführern wie Turenne und insbesondere später Vauban war er Wegbereiter für die über ein Jahrhundert währende Großmachtstellung Frankreichs. Seine Strategie gegen das Reich begünstigte er vor allem durch den für Deutschland verheerenden Westfälischen Frieden. Mir ist immer unverständlich, dass ein so politisch kluger Kopf wie Münkler diesen katastrophalen Frieden als eine besondere Großtat herausheben kann. Hat er doch nur 27 Jahre gedauert, dann ist Ludwig XIV. In die Pfalz eingefallen unter dem Begriff Brûlé le Palatinat. Karl XII. Von Schweden bietet ein Beispiel dafür, dass unbedingter Wille allein ohne eine klare Strategie, außer der für eine schwedische Ostseegroßmacht, an unzureichender Analyse der Gegner und mangelnder Zweck-Ziel-Mittel-Betrachtung, damit nach Clausewitz im Fehl der an größerer Einsicht zum Scheitern verurteilt ist. Die Niederlage von Poltawa 1709 ist hierfür sinngebendes Beispiel und ließ das damalige Europa dennoch aufhorchen. In diesem Zusammenhang stelle ich Kutusow, der sich gegen den Zaren und gegen seine eigene Generale durchsetzte und erstmalig auch in der Folge der Erfahrung von Karl XII. Das Land Russland als einen strategischen Moment ansah. Und dann gehe ich über zu den von Herrn Lausch angesprochenen Halder, für mich einen der zögerlichsten Generalstabsführer, die wir jemals hatten. Und wenn Halder sich mit Karl XII. Und mit Kutusow beschäftigt hätte, dann wäre ihm der Unfug, so einen Krieg gegen Russland zu führen, sicherlich nicht in den Sinn gekommen. Napoleon darf nicht unerwähnt bleiben, der letztlich an seiner eigenen Hybris und seiner Menschenverachtung gescheitert ist. Sein Satz gegenüber Metternich im Frühjahr 1813 in Dresden, »Je m'en fous d'un million des hommes«, »Ich schere mich den Teufel um den Tod von einer Million Menschen«, spricht Bände. Dagegen Gneisenau, der tatsächliche Bezwinger Napoleons, stellt ein Idealbild dar in der geistig-moralischen Zusammenführung von Strategie, Willenskraft, Genialität, Mut, Können und Leidenschaft, welche letztere er nach dem Einmarsch in Paris sogar zurücknehmen könnte. Weiteres brauche ich in diesem Kreise nicht auszuführen. Der Mahdi, der von Gott Geleitete, tritt mit der Eroberung von Khartoum 1886 in die Geschichte ein. Eine frühe Form einer Strategie der Befreiung vom Kolonialismus, gepaart mit religiösem Fanatismus der Dschihad und persönlichem Sendungsbewusstsein, ermöglichte einen Aufstand von 1881 bis 1898, der erst dann durch Kitchener und das hochindustrialisierte Kolonialimperium niedergeschlagen werden konnte. Bis heute bleibt der Mahdi mit dem islamisch-arabischen Raum unvergessen. Insbesondere lebt er im Narrativ des Dschihad weiter. Clemenceau und Foch sind mit einer seltenen gleichlaufenden politischen wie militärischen Verbindung in dem gemeinsam unbezählbaren Willen der Revanche von 1871 anzuführen. Geleitet von einer Strategie mit dem Ziel der endgültigen Zerstörung des Deutschen Reiches durch Sieg, eine Kapitulation, die heute immer noch Waffenstillstand genannt wird, und ein Friedensdiktat. Nur durch Wilsons Vorgaben und den späten britischen Einspruch konnte ihr letztes Ziel, die Zerstückelung Deutschlands in Einzelstaaten, 1919 nicht erreicht werden. Diese politisch-militärische Symbiose kann als Beispiel für den Erfolg eines kombinierten Willens angesehen werden. Der zu Unrecht fast vergessene Leo Trotzki, in dessen Nähe auch Mao oder der Sieger von Dien Bien Phu Diab einzuordnen sind, soll als letztes Beispiel angeführt werden. Als Organisator der Revolution finden sich mit seinen Fähigkeiten und Erfolgen Anklänge an den Organisateur de la Victoire, Lazare Carnot, ich empfehle, meine Biografie darüber zu lesen, in den Jahren 1793 bis 97. Auch bei Trotzki verbinden sich politisch-militärische strategische Planung mit konsequentem Willen, Machtstreben
und eigenem taktisch bis strategischem Handeln. Unter seiner Prämisse der Theorie der permanenten Revolution schuf er nicht nur als Volkskommissar für das Kriegswesen die Rote Armee und führte diese zum Sieg über die weißen Truppen, die Entente-Kräfte oder konterrevolutionäre Gruppen, sondern insbesondere ist sein geschicktes Taktieren im Rahmen der deutsch-russischen Friedensverhandlungen hervorzuheben. Durch diese Verzögerungen verhinderte er, wahrscheinlich unbewusst, dennoch die rechtzeitige Herauslösung von weiteren Kräften für den Einsatz im Westen, die dann im März 1918 dort schmerzlich fehlten. Nach dem Tod Lenins scheiterte er allerdings an dem noch stärker machtbewussten Stalin. Eine Schlussbemerkung. Wir sehen also die historische Bedeutung von Willensmenschen mit und in ihren Strategien und mit ihren politischen wie militärischen Auswirkungen bis heute. Von Heraklit über Aristoteles, Descartes und Kant herrscht die Forderung nach einer gleichlaufenden und letztlich zur Harmonie führenden Verbindung von sittlich geprägtem Denken und Handeln, in der Realität jedoch eine seltene Beziehung. Insbesondere unter dem erschwerenden Mittel eines Handelns ins Ungewisse. Hierfür sollten einige Beispiele zur weiteren Betrachtung von mir vorgestellt werden. Wobei sich Haltung und Willen der Führung bis zur untersten Ebene durchziehen muss. Dupuy oder Rosinski sind dafür gute Beispiele, das auf die deutschen Streitkräfte zu beziehen. Und zum Schluss noch ein persönliches Statement nicht zu vergessen für den mir liebsten General und den Erfolg eines Willenmenschen, die sich vor allem auf die Mitnahme oder Gefolgschaft des gemeinen Manns erstreckt. Dieses Beispiel ist der geniale Reiterführer Seydlitz, einer der seltenen Generale, der eine Schlacht lesen konnte. Wille, Charisma, Ausbildungshärte auch mit sich selbst als Vorbild, Intuition und Coup d'œil, durchsetzungsfähig und Willigkeit nach oben und unten. Und die begnadete Fähigkeit einer inneren Uhr, die dann allerdings Friedrich II. Bei Zorndorf zerstört hat. Vielleicht aber auch ist der Umgang mit dem Pferd, der Reitergeist, diese Schulung eine Voraussetzung gewesen für diese geniale Führung durch Willen. Herzlichen Dank. Seinem Fach unglaublich viel versteht und durch seine Sprachkenntnisse auch sozusagen ad fontes immer zu den Quellen gehen kann und dadurch immer faszinierende Informationen aufweist. Vielen Dank, sehr geehrte Herren Generale, sehr geehrte Herren. In der Vorbereitung hatte ich zwei Themen zur Auswahl mir gedacht. Eines waren die osmanisch-safavidischen Kriege des 16. bis 18. Jahrhunderts. Dann habe ich mir aber das Thema noch einmal angeschaut, Wille, und da bin ich in meiner Nebenforschungsbereiche gekommen, nämlich zum Voluntarismus, Fokustheorie im Sinne Guevaras, genauer deren Anwendung in der Türkei und deren Fortleben bis heute. Ich glaube, das Thema ist insoweit interessant, obwohl es sich um marginale Akteure handelt, ist einer dieser marginalen Akteure, nämlich die PKK, mittlerweile zum Bundesgenossen der Amerikaner aufgestiegen. Und ich gehe jetzt sozusagen zurück in die Zeit, als die PKK noch eine kleine Gruppe war, innerhalb der radikalen Linken marginalisiert, und möchte einen Blick auf Gruppen und auf eine Epoche in der Türkei lenken, die
für die Entwicklung der türkischen Linken, für die Entwicklung der türkischen Demokratie und auch in ihren Auswirkungen für die türkischen Bevölkerungen in Europa entscheidend war. Das sind die späten 60er und die 70er Jahre. Davor, ganz kurz, möchte ich ein Statement machen, was die linken Bewegungen in der Türkei betrifft. Zunächst einmal hat es in der Türkei niemals eine starke Sozialdemokratie gegeben, aber immer eine starke kommunistische Bewegung im Untergrund. Die Kommunisten wurden als Moskau 3 im Baku 1920 gegründet, hatten von vornherein immer mit Allianzen gearbeitet, wie zum Beispiel mit den formal sultastreuen Grünen Armee oder die Armee der Rechtschaffenen im Gegensatz zur nationalen Streitkräften Atatürks, und hatten immer darunter zu leiden, wie die meisten kommunistischen Parteien oder Moskau 3 kommunistischen Parteien im Nahen Osten, dass Moskau im Prinzip die Beziehungen und korrekte Beziehungen zu mächtigen Staaten wie Iran oder die Türkei bevorzugt hat gegenüber einer Unterstützung für eine oft auf intellektuelle Kreise beschränkte kommunistische Partei. Die Kommunisten konnten auch das Prestige, das Atatürk mit seiner Befreiungsbewegung angesammelt hat, niemals ausstechen. Sie konnten also den Mantel, eine Befreiungsbewegung angeführt zu haben, niemals für sich beanspruchen und hatten zunächst eine untergeordnete Stellung. Allerdings sind viele ihrer Intellektuellen in den Staatsapparat der Kemalisten übernommen worden. Zunächst einmal als Kader in der Modernisierung und Säkularisierung der Türkei, dann auch als Minister. Atatürk war da sehr pragmatisch, unter der Voraussetzung eben, dass die Akteure dann ihre Beziehungen zur Untergrundpartei aufgegeben haben. Die Untergrundpartei, die eigentliche türkische kommunistische Partei, hat in dieser Form bis 1987 existiert. 2001 kam es dann zu einer Neugründung, das ist aber andere historische Umstände. Legal war eine Partei, die sogenannte türkische Arbeiterpartei, die dann eigentlich die Speerspitze aller demokratisch orientierten linken Parteien war. Das ging recht gut bis 68. Um 68 herum haben wir eigentlich ab 65 größere Spannungen innerhalb der Linken. Zunächst einmal wäre hier zu melden, dass Teile der Untergrund-KP mit dem Kurs der legalen Kommunisten nicht einverstanden waren und ein neues Konzept entwickelt haben, mit dem ganz gezielt Angehörige der türkischen Streitkräfte, die also stramm kemalistisch waren, angesprochen werden sollen. Die sogenannte nationaldemokratische Revolution, Milli-Demokratik Devrim. Dieses Konzept zielt darauf an, dass fortschrittliche, also im kommunistischen Sinn fortschrittliche Offiziere, die den Befreiungskrieg unter dem Banner des Anti-Imperialismus geführt haben, zurück wollen zu einer neutralen und unabhängigen Türkei und die NATO verlassen. Und in das ist sehr viel Energie und Politik hineingeflossen. Diese nationaldemokratische Revolution hat sich parallel zur Studentenbewegung sowohl auf den Universitäten, vor allem aber im Kleinbürgertum und an den Militärhochschulen, Militärgymnasien und so weiter durchgesetzt. Es war also ein sehr starker linker Drall. Das heißt nicht, dass die jetzt alle Marxisten im engeren Sinne waren, aber dieser Wert, das hört man übrigens von Türken bis heute, dieser Wert, einfach als Land unabhängig zu sein und in dieser Unabhängigkeit von den Amerikanern behindert zu sein, der hat sich sehr stark durchgesetzt. Und wir unterschätzen auch, dass, weil wir alle unter dem Eindruck des Putsches von 1980 stehen, dass in Wirklichkeit Putsche in der türkischen Armee immer von verschiedenen Fraktionen geführt worden sind und es nach einem Putsch in der Armee immer zu einem Kampf links gegen rechts in der Interpretation Atatürks gegeben hat. Also was wir 2016 gesehen haben, mit den ganzen Demütigungen der Generale, mit den Entlassungen, auch auf den Universitäten, haben wir 71 gesehen, haben wir 60 gesehen und auch in den 50er Jahren hat es Versuche und Rumore in der Armee gegeben.
Von diesen Gruppen abgesehen, also von der regulären kommunistischen Partei, von diesem nationalkommunistischen Ansatz, wobei das Wort Kommunismus oft vermieden wird und Demokrat oder Sozialist verwendet wird, aber es sind eindeutig, die Referenzen gehen nicht zur europäischen Sozialdemokratie, sondern zu den Kommunisten. Davon abgesehen hat natürlich die Drittweltbewegung und der Maoismus dann einen großen Einfluss auf die türkische Jugendbewegung und über die dann in die Militanz, die uns hier interessiert, geführt. Zunächst einmal die Rezeption von Che Guevara, Régis Debray und anderen ist vor allem über Französisch, aber sehr schnell über Übersetzungen gekommen. Mao ist relativ spät übersetzt worden. Seine Schriften sind aber dann sehr schnell und sehr ordentlich von einer heute noch existierenden Verlagshaus herausgegeben worden. Die Auseinandersetzung war in erster Linie hat in erster Linie auf den Universitäten stattgefunden und dann eben in weiterer Folge auf den Militärgymnasien und im industriellen Proletariat. Der Unterschied war wie folgt: Die MDD, hat also die Nationaldemokratische Revolution, hat eigentlich das Ziel gehabt, mit Hilfe eines Offiziersputsches, das hätte dann der Putsch 71 werden sollen unter General Cemal Madanoğlu, die Reaktion, so wie man es 1960 gesehen hat, die reaktionären Kräfte zurückzutreiben und das Verhältnis des Staates zur NATO neu zu ordnen. Insoweit haben also alle kommunistischen Gruppen das unterstützt. Die Idee war allerdings, dass das unter einer sehr disziplinierten Führung stattfindet und diese Führung, vor allem Michri Belli, ehemaliges ZK-Mitglied Teilnehmer am griechischen Befreiungskampf in den Reihen der Kommunisten, hat sehr früh die Kontrolle über die Universitäten verloren. Dort ist eine neue Generation aufgetreten, die einen doppelten Bruch begangen hat. Der eine Bruch war, eine Gruppe hat sich innerhalb der Maoisten abgespalten und gesagt, alles schön und gut, wir haben das Volkskriegskonzept von Mao verstanden, aber wo ist die Aktion? Wir sind ja nicht hier, um nur zu sitzen. Man muss auch verstehen, dass die Leute, die das Konzept übersetzt haben, waren schon in einem gesetzteren Alter, haben Kinder gehabt, waren so zwischen 35 und 40. Die jüngere Generation war Anfang 20 und was wichtig ist, sie sind durchwegs entweder aus dem Kleinbürgertum der Provinzen oder direkt aus Dörfern gekommen. Es ist auch ein sozialer Unterschied, auf den ich gleich zu sprechen komme. Dort hat sich eine Gruppe gebildet, deren wichtigste Organisation bis heute existiert, mit Zentrale in Deutschland. Das ist die türkische kommunistische Partei, Marxisten-Leninisten, -TİKO, türkische Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee. Ganz besonders stark im Raum Wattens, Hall, Innsbruck. Da können Sie die Slogans von denen auch heute noch an der Grenobler Brücke lesen. Also die sind recht aktiv und mittlerweile auch, nicht auch, sondern und, in der Lage, im Raum Syrien, im Rahmen der internationalen Brigaden, die für die PKK kämpfen, Kämpfer runter zu transferieren oder zumindest für die dann die Propaganda zu machen. Diese Organisation war eine von drei. Die andere, und zwar diejenige, die sich am deutlichsten und am klarsten auch in der Theorie als Maoisten verstehen. Sie spielen noch eine Rolle. Es gibt jetzt bei deutschen Gerichten sind mehrere Verfahren anhängig. Da ist das gesamte theoretische Propagandamaterial, das in Deutschland und in der Türkei produziert worden ist, gesichert. Und man kann also dort nachlesen, dass die wirklich von den späten 60er Jahren bis in die Gegenwart bei all ihren sektiererhaften Streitereien untereinander immer noch die Möglichkeit eines bewaffneten Umsturzes glauben. Und zwar aus einem Grund, den ich gleich sagen werde. Zwei andere Gruppen, die also die Väterorganisationen sind,
haben sich von vornherein auf das, auf die guevaristische Interpretation vor allem und die kubanische Revolution gestützt und dann erst sekundär auf die Maoisten. Das wäre die türkische Volksbefreiungsarmee, die sich dann zersplittert hat nach 1974 und in viele kleinere Gruppen, aber doch mit Massenanhang, die heute aber keine Rolle mehr spielt. Diese Gruppen waren von einem, wie soll man sagen, türkischen Che Guevara angeführt, namens Deniz Gezmiş. Heute noch, wenn Sie auf die Universitäten in der Türkei gehen, sein Poster wird irgendwo auffallen. Wirklich ein erfolgreicher Posterboy. Als Terrorist war er wirklich ungeschickt. Misslungene Entführungen, misslungene Raubüberfälle und kein einziger Toter in der Gruppe Stadtguerilla. Bei der Landguerilla hat es dann sehr viele Tote gegeben, nämlich die gesamte Gruppe, die von der Gendarmerie 71 dann ausgemerzt worden ist. Was bei ihm dann so berühmt gemacht hat, war der Prozess. Er ist hingerichtet worden mit drei anderen. Warum war das so berühmt? Der Prozess, die Hinrichtungen mussten vom Parlament bestätigt werden. Das Parlament hatte eine konservative Mehrheit und die Konservativen haben gesagt, Entschuldigung, 1960 hat man einen unseren Premierminister nicht nur abgesetzt, sondern mit zwei Kollegen hingerichtet im Ministerrang. Und dann werden wir jetzt diese drei wahnsinnigen Terroristen nicht einfach laufen lassen. Und man hat dann einen berühmten Spruch gemacht, üç bis den, üç siz den, drei von uns, drei von euch. Das spaltet die türkische politische Landschaft bis heute. Das Besondere an der THKO und an Gezmiş war nicht so sehr das Theoretisieren. Sein Stellvertreter Hüseyin İnan hat im Polizeigewahrsam eine große Theorie geschrieben, die jetzt stilistisch sehr schön zu lesen ist, aber nichts wirklich Neues bringt, weil sie sich auch als Aktivisten gesehen haben und gesagt haben, wir sind Anhänger der revolutionären Armee und aus der heraus dann kommt die Partei. Deswegen auch türkische Volksbefreiungsarmee. Und das ist jetzt etwas irritierend, sie waren auch die am besten Ausgebildeten. Sie sind nämlich 71 nach Syrien gegangen, 70, Entschuldigung, nach Syrien gegangen, haben ein Jahr lang in palästinensischen Lagern gekämpft, Ausbildung genossen und nach ihrer eigenen Darstellung, Gott sei Dank gibt es eine reiche und kritische Memoirenliteratur, nach ihrer eigenen Darstellung hat es sich so verhalten, dass die Palästinenser ja eigentlich nichts gegen die Türkei hatten, weil man Sympathien für Abdülhamid hatte, der den Juden die Einwanderung nach Palästina verweigerte, also für den alten Sultan. Aber die Syrer hatten was. Und die Syrer sind dann nach einem Jahr an die THKO herangetreten, nicht direkt, sondern über die Palästinenser, und haben ihnen gesagt, das wäre eine Liste von Zielen, die ihr in der Türkei abzuarbeiten habt. Und da handelt es sich überall um NATO-Installationen. In der fast schon wie heiligen Literatur geschriebenen linken Memoirenliteratur über diese Zeit steht davon natürlich nichts. Der Angriff auf die NATO-Basis in den Nurhakbergen wird maoistisch interessanterweise argumentiert, nämlich die Bevölkerung dort in der Gegend sind meistens kurdische Aleviten, sind unterdrückt und marginalisiert und wir beginnen also mit der Revolution dort, was wie gesagt nicht gelungen ist. Dritte Gruppe hat dann sowohl theoretisch ein bisschen neue Wege beschrieben, als auch aktionistisch mehr getan und gilt als eine der brutalsten. Und ihre Nachfolgeorganisation existiert bis heute, ist eine sehr brutale Organisation nach wie vor, die DHKPC, heute heißt sie DHKPC, Revolutionäre Volksbefreiungspartei und Front, dieser Unterschied ist wichtig, weil sie es ein Modell entwickelt hat im Gegensatz zur THKO, die gesagt hat, zuerst Armee und daraus kommt dann irgendwann die Partei. Die gehen immer von zwei Säulenmodell aus, nämlich die Partei und die Front.
Also es gibt oft wenig Überschneidungen, es gibt ein Koordinationskomitee und wer das in Nuze studiert hat, versteht, wie in größeren Rahmen die PKK funktioniert. Für die war sie nämlich ein Beispiel. Also die politische und die militärische Führung fallen zusammen, aber die Apparate darunter sind strikt getrennt. Diese DHKPG hat am Anfang eben auch sehr amateurhaft agiert, wollte sich noch besser vorbereiten, hat offensichtlich Anschläge gemacht, wie auf den israelischen Konsul Elrom Hofstetter, die ursprünglich die DHKO hätte machen sollen, war sehr brutal in der Exekution, hat dann auch die Führung übernommen nach der ersten Verhaftungswelle und ein Vorfall in einem Dorf, das ursprünglich Kizildere, das heißt Rotental, war, alevitische Gegend auch, hat dann dazu geführt, dass wir dort 20 Tote hatten, die von der, also meistens Aktivisten und ein paar Polizisten, die von der, in einer Schießerei gestorben sind. Im Zuge dessen, und das sieht man schon auch die neue Qualität und das Bewusstsein, das die hatten, wurden NATO-Soldaten entführt von der Radarbasis in Unje, die dann als Gefangene in einem Bauernhaus gehalten worden sind, wo dann der Anführer der Gruppe Maher Chayan gesagt hat, es ist alles vorbei, wir werden sterben und wir werden wahrscheinlich alle sterben, aber das ist wichtig, weil nach uns die Revolution weitergeht. Woher hat er das? Das ist eigentlich eine der Essenzen des Guevarismus, nämlich die Opferbereitschaft und wenn denn dann Kuba in einen Atomkrieg untergeht, dann heißt es, ist es aber trotzdem das Fanal, moralisch haben wir gesiegt. Also es ist eine klare, verstandene und exekutierte Umsetzung guevaristischer und castroisches Denken in diesem Gefecht, wobei man auch sagen muss, dass sowohl die Untergrund-KP als auch die noch legale türkische Arbeiterpartei sich immer von diesen Gruppen distanziert hat. Was hat Chayan dann gemacht? Zuerst hat er die Briten erschießen lassen, die waren gefesselt und dann mit Genickschuss erschießen lassen und dann ist das Gefecht eröffnet worden gegen weit überlegen. Es gibt einen Überlebenden aus dieser Zeit, einen gewissen Ertuğrul Kürkçü, der sich dann als Intellektueller und als Schriftsteller berühmt geworden ist und jetzt im türkischen Parlament für die HDP sitzt. Diese drei Organisationen waren militärisch nicht wichtig. Wir reden von einer Anzahl von Toten von weit unter 100 Personen, aber das war auch nicht ihr Ziel. Sie haben auch hier Castro sehr gut gelernt, indem sie gesagt haben, was wir machen, und das hat dann bis zum Exzess die THKPG gemacht, ist die bewaffnete militärische Propagandaaktion PASS. Die politisierte militärische Propagandaaktion, so heißt es. PASS auf Türkisch abgekürzt. Damit ging es darum, dass die Anschläge neben den üblichen Sachen wie Geldbeschaffung zeigen, dass man existiert, vor allem eben auch der Propaganda dienen. Dem Ganzen liegt zugrunde auch ein Widerspruch, den die Gruppen lange nicht lösen konnten oder zumindest in dieser Phase nicht lösen konnten. Nach Mao müsste man ja vom Volk ausgehen, von der bäuerlichen Bevölkerung ausgehen, von den Kleinbauern. Das wurde auch gemacht. Da hat man auch genau nach Mao unterschieden zwischen konsolidierten Gebieten, wo dann die Leute indoktriniert werden. Das war jahrelang in der Provinz Tunceli der Fall, wo man in den Dörfern dann eben neben der staatlichen Verwaltung in der Nacht die Verwaltung verschiedener Guerillagruppen und deren Indoktrination gehabt hat. Ich kann dann erklären, warum das bei den Aleviten leichter ist als bei Sunniten. Dann eben die Partisanengebiete, in die man geht und wo man die Anschläge verübt. Und im Gegensatz dazu die Theorien der Stadtguerilla. Und die Stadtguerilla-Theorien sind natürlich von Marighella übernommen worden. Und diese Kombination von allen hat in der ersten Phase zu endlosen Diskussionen, wen man denn bevorzugen sollte und welche Taktik man bevorzugen sollte, geführt, die in der Gründergeneration, und wir dürfen nicht vergessen, dass die Schriften der Gründer
quasi wie Heiligen, wie die Bibel weiter tradiert worden sind und einige der theoretischen Schwächen dieser Gruppen erklären. Erfolgreich waren sie aber dann ab 1974. Ende 72 wird die gesamte erste Generation verhaftet, viele werden hingerichtet und viele werden durch gewisse Kommandos des Geheimdienstes eliminiert und viele gehen dann ins Ausland. Ab 74, ab der großen Amnestie durch Bülent Ecevit, haben wir dann nicht mehr 2000 bewaffnete und ausgebildete Aktivisten, mit 2000 Leuten kann man umgehen, sondern eine riesige Massenbewegung. Eine Massenbewegung, die sich konzeptionell von den Ideen und von den Methoden deutlich unterscheidet. Da haben wir zum Beispiel vom Gründer der THKPC die Witwe, deren Bruder übrigens Offizier bei der Luftwaffe war und eindeutig, also eine dieser Terrorgruppen hatte sehr gute Beziehungen zur Luftwaffenschule und wir reden da von Dienstgraden, von Leuten, die um einen Hauptmann, die vor den Stabskursen stehen. Also man muss sich das schon vorstellen, das hätte auch anders auslaufen können, vor allem wenn der Putsch 1971 anders abgelaufen wäre und eben nicht dann zum Schluss der Generalstabschef Memduh Damac die linken Gruppen innerhalb der Armee neutralisiert hat. Und weil man spricht ja immer vom Putsch vom 9. und vom 12. März. 9. war der geplante Putsch, General Madanolo mit seinen Special Forces, die damals sehr linkslastig waren. Und am 12. war es dann sozusagen der Generalstab. Übrigens, unter Applaus der gesamten politischen Führung, weil die gesagt haben, uns ist es jetzt egal, was in der Armee los ist, nur so viel verstehen wir von der Armee. Sie muss eine klare Befehlskette haben und wenn jemand Generalstabschef ist, dann soll der die Armee kommandieren und nicht irgendein Special Forces General. Also die Logik war schon da. Sozusagen Normalisierung im Sinne der Herstellung der militärischen Hierarchie, die dann mit der Herstellung der politischen Hierarchie begleitet worden ist. Aber ab 1974 haben wir dann ein Ausbreiten. Wir haben Organisationen wie die Devrim Jiol, der Revolutionäre Weg, die zu einer riesigen, locker organisierten Bewegung in Istanbul, Ankara, Adana und in Fatsa am Schwarzen Meer wird. Man muss sich das so vorstellen, man kommt dann in einen Stadtteil, wo die herrschen und neben der Stadtverwaltung hat man die revolutionäre Verwaltung. Und 1978 kommt dann durch demokratische Wahlen ein Mitglied dieses, sagen wir, heute würde man sagen NGO und politische Aktivisten und so weiter, wird zum Bürgermeister gewählt und befiehlt dann in einer Kleinstadt am Schwarzen Meer, neben der noch dazu eine NATO-Radaranlage ist, den Übergang, die Vereinigung des Linken und des Revolutionären und der zivilen Verwaltung. In dem Moment greift die Armee ein und beendet das. 80 greift dann die Armee im gesamten Land ein und ist überrascht, dass der Widerstand so schnell zusammengebrochen ist. Es kommt dann zu den berühmten Verhaftungen und die meisten Organisationen verschwinden. Die meisten, bis auf einige. Eine ist die PKK, die einen Sonderweg hat und ich habe jetzt nicht Zeit, die kurdischen Elemente zu erklären. Die zweite ist die DEVSOL, die auch aus der THKPC hervorgegangen ist und die bis heute existiert und die etwas zur meisterhaft beschreibt, das bis heute auf dem Klavier sie bis heute spielt, das ist politische Aktionen aus den Gefängnissen herauszumachen. Sie stand hinter den großen Hungerstreiks, die mehrere türkische Regierungen in die Knie gezwungen haben. Sie war auch die erste, die ganz geschickt mit Menschenrechtsorganisationen kooperiert und sie war auch die alle Jahre wieder, muss man sagen, darauf aufmerksam macht, dass sie sehr wohl gute Ziele aussuchen können. Sie haben ehemaligen Premierminister, einen ehemaligen Generalstabschef, sehr gut auch bei Geheimdiensten und so weiter. Und die haben mittlerweile alles, was Marighella
Guevara und Mao geschrieben haben, für ihre Bedürfnisse adaptiert und stehen somit eine neue Herausforderung da. Und ich weise da vor allem auf das, wir haben es noch nicht gesehen, aber es muss existieren, auf eine Adaption der Meragellischen Stadtguerilla-Theorien, von denen sie sagen, dass sie da alle ihre Erfahrungen in der Türkei und, wo ihre Zentrale ist, in Deutschland, mit hineingebracht haben. Und so viel wir davon gehört haben, heißt es, dass die eben den Raum des Gerichtshofes als eigene Front betrachten, deswegen gute Kontakte zu Anwälten, das Fernsehen, die Propaganda und so weiter. Nach wie vor eine relativ schwache Gruppe, aber wenn sie in Währing wohnen, wie der Wolfgang Etschmann, dann wirst du auf der U-Bahn-Station Währinger Straße lesen, Freiheit für Musa Aşoğlu, DHKC, warum? Da tritt die Organisation als Front auf. Ich weiß, das waren jetzt sehr marginale Gruppen und vielleicht wäre die PKK interessanter gewesen, aber ich glaube, dass an den Konzepten und vor allem, was unser Thema ist, Voluntarismus und Fokustheorie, also diese Überzeugung, mit wenigen Leuten eine Revolution starten zu können, nicht übersehen werden kann. Und ein bisschen wollte ich auch einen Beitrag dafür leisten, dass in einer Zeit, wo alle sich auf Rechtsextremismus konzentrieren, dass ich sagen kann, es gibt auch noch Linksextremismus. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Meine Herren, Sie haben also gesehen, was hier aus einer eigentlich unbekannten Welt, ein faszinierendes Wissen da ist, aber diese unbekannte Welt wirkt ja in unsere Regionen hinein. Das wäre also Illusion zu sagen, das ist, wie man sagt, rund in der Türkei, wo die Völker aufeinander schlagen. Nein, das ist also hier, ich darf also aus Zeitgründen, wir sind also hier an der Pause, nur bitten, Herr General Milotat wollte eine Bemerkung noch machen. Ich kann so laut sprechen, bitte, ja. Ich laut, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich war der Chef der Abteilung bei Abzent, verantwortlich für die Operationsplanung, Verteidigungsplanung zwischen Hamburg und den Alpen und ich war 4 Jahre Chef der Operationsabteilung des Heeres. Wir haben damals die sandratschen Vorstellungen, Wiederbelebung des operativen Denkens. Sie haben das ja erwähnt und der General Brandt, der spätere, hat ja auch mitgearbeitet. Die hat der General damals wörtlich übertragen in sogenannte Sinsense Operational Principles. Das war ein unheimlicher Akt, deswegen, weil die Briten, Northern Army Group, natürlich da gar nicht mitziehen wollten. Aber wir haben am Schluss dadurch das operative Denken so wiederbelebt, dass man im Rahmen des Möglichen beweglich und so weiter operiert. Das muss man ganz deutlich sagen. Weil wenn ich das nicht sage, hätte ich meine Schularbeit nicht gemacht. Und wir haben das auch eingebracht in die Vorschriftenreihe HDV 100 im Kapitel 23, wo wir das operative Denken tatsächlich wiederbelebt haben. Nur zur Akzentuierung. Aber Sie haben ja auch meine Aufsätze gelesen, der ÖMZ, da habe ich das hier auch dargestellt. Bemerkenswert war bei Ihrem Vortrag, da haben Sie vollkommen recht, dass wir immer noch eine babylonische Sprachenverwirrung haben. Viele sagen, ja, wir sprechen einfach Englisch, aber jeder weiß, wer professionell in der Fremdsprache gearbeitet hat, dass das britische Englisch ganz anders ist als das amerikanische Englisch und dass man sehr oft einfach aneinander vorbeiredet, weil es nicht definiert ist. Und die einzige Armee, die eine definierte Militärsprache hat, im Heer zum Beispiel, ist die Bundeswehr. Wir haben das in der HDV 100-900 festgelegt und definiert. Mit einer Ausnahme, wir haben den Willen vergessen. Warum? Okay, schlage ich mich an die eigene Brust. Aber das ist eine Aufgabe der Zukunft. Wir müssen einheitliche Begriffe schaffen und machen und müssen so weit kommen wie die Luftwaffe, die da schon viel weiter ist, die Marine auch. Vielen Dank. Ja, ganz kurz, Herr General Pleiner wollte auch noch etwas bemerken. Ja, bitte, meine Damen und Herren, ich habe nur 2 kurze Punkte. Erstens, wir reden immer vom Willen. Die Frage ist, zwischen dem Willen der Führung und dem Willen der Truppe können erhebliche Unterschiede bestehen.
Daher haben wir den Begriff der Kampfkraft mit objektivierbaren Faktoren und den Kampfwert. Wir haben bei der SGT, also der Südgruppe der Truppen, und bei der UVA primär immer bezweifelt, wie sie also zu diesen Dingen stehen. Könnte aber auch zu anderen fragen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, wir haben vom Willen gesprochen und die Beispiele, die gebracht wurden, sind alles eher autoritäre Beispiele. Zumindest in Strukturen, in denen autoritäre Entscheidungen getroffen werden konnten. Sei es jetzt von der Politik oder sei es von der militärischen Führung. Meist Einzelpersonen oder kleine Kreise. Wie erzeugt man einen Willen, entschlossen und so weiter, in demokratischen Strukturen? Danke. So. Wo Sie im Prinzip aufgezeigt haben, die Netzwerke, die in der Türkei, am Beispiel der Türkei bestehen und hier revolutionären Willen ins Volk bringen wollen. Für mich stellt sich die Frage, haben Sie ergründen können, welche Rolle die Geheimdienste spielen? Zum Beispiel wissen wir, dass in 50er Jahren die CIA auch in der Türkei eine Riesenorganisation geschaffen hat, um über Roll- oder Rücklasskräfte, wie wir im Altdeutsch sagen, im Prinzip den Krieg mit anderen Mitteln fortzusetzen, durch Willenskraft vor allen Dingen der Bürger. Und jetzt ist meine Frage nochmal, wenn Sie heute diese Netzwerke darstellen, welche Rolle spielen die Geheimdienste? Und woher kommt noch die Kraft der Geheimdienste, die Theorien von Che Guevara und so weiter, wie Sie es ja angesprochen haben, umzusetzen? Bitte, möchtest du kurz drauf? Ja. Also bei den Geheimdiensten zunächst einmal, es gibt in der Türkei eine riesige Literatur über alle Verbrechen, die ihnen die Amerikaner angetan haben, aus linker Sicht. Und es gibt die Unterstellung, dass die türkischen Grauen Wölfe von den Geheimdiensten gesteuert waren. Da würde ich sagen, dass die Geheimdienste nicht ganz unglücklich waren über die, ist eine Sache. Aber es ist immer noch in der Debatte und die Literatur, die da rauskommt, ist eine typische graue Literatur. Das ist da mal ein pensionierter Polizeioberst, der irgendwas sagt. Das ist dort einmal ein Skandal, der aufbricht. Und da stehen wir auch als Forscher, die bewusst eben nicht, also wir haben ja eine strenge Trennung hier auf der Laberg, wir sind Forscher, ich rühre nicht ein Stück geheim an, weil ich es nicht brauche. Das ist ganz, ist eine ganz wichtige Trennung. Und Sie wissen alle, dass der professionelle Geheimdienstler denselben Sachverhalt ganz anders beurteilt und sieht. Auch was nicht heißt, dass die Forscher faul sind oder auf nichts draufkommen, nur es ist was anderes. Ob ich etwas in einem wissenschaftlichen Kreis bespreche oder ob ich damit in den ORF gehe und die Menschheit beglücke, sind zwei politisch ganz andere Sachen. Was die THKO anbelangt, da sind es die Syrer. Auch die PKK hätte ohne Syrer nicht überlebt und da ist sehr viel syrische Hilfe. In den von der PKK veröffentlichten Gesprächsprotokollen über die Friedensverhandlungen zwischen der türkischen Regierung und Öcalan taucht dann immer wieder von türkischer Seite die Frage auf, wann Öcalan denn die Russen getroffen hat, der ausweicht. Tatsache ist, die gesamten Nationalkommunisten sind sehr erpicht darauf zu sagen, wir haben unsere Distanz von Moskau. Das ist zum Teil durchaus glaubwürdig. Wir wissen ja, wie das im Iran war, wo die Iraner, wo Moskau durchaus die kommunistische Partei verkauft hat, um was Wichtigeres zu bekommen, nämlich Einfluss und Kontakt zu Offizierskreisen. Das hat die einfach mehr interessiert, das war einfach wichtiger. Über die Türkei gibt es keine gute Darstellung. Es gibt vieles aus linker Sicht. Es gibt ein paar Memoiren-Sachen von ehemaligen Teilnehmern. An sich gilt die Türkei, wenn Sie die Bücher von Ganser nehmen, als das Paradeland für Gladio. Und dann muss ich sagen, wenn man die Quellen im Ganzers Buch anschaut, dann sind das auch wieder nur Zeitungsartikel und zum Teil kenne ich da die Journalisten. Also ja, es mag schon sein und ich denke mir das oft bei Aufdeckungsjournalisten, dass die halt oft sehr daneben stehen. Etwas ist schon dran, aber ich glaube, dass solange Staaten nicht in der Lage sind, nicht bereit sind, die Archive zu öffnen, wird es schwierig, da was nachzuvollziehen. Letzter Punkt,
Die Syrer sind nach wie vor sehr aktiv. Warum? Weil sie eben auch der Konflikt zunehmend als Religionskonflikt gesehen wird. Und die Frage, ob da jemand formell oder informell bei einem Geheimdienst ist, ob er Sympathisant ist, ist dann oft sehr schwierig zu trennen. Ganz nervös sind die Türken in der Region Antakya, wo sie eben die arabische Minderheit haben. Nicht Aleviten, aber doch Araber. Eindeutig, gerade in der Anfangszeit, war natürlich die Unterstützung für die PKK, die dann 98 runtergefahren ist. Bei diesen Kleingruppen, die leben jetzt zum Teil wirklich selbst, sind, soweit ich weiß, nicht infiltriert von den Syrern, aber es fällt auf, dass alle Gruppen, die im Exil waren oder im Exil sind, wenn sie dann Parteikongresse machen, die entweder in Deutschland oder in Syrien gemacht haben. Also davon gehe ich aus, dass da was ist. Unterm Strich würde ich sagen, dass, wenn ich einen Wunsch, eine Empfehlung aussprechen darf, dass wir wirklich unsere Kräfte auch stärker auf diese Gruppen konzentrieren müssen. Warum? Weil wir sowieso zu wenig Leid haben. Und wenn man mal dieses System versteht, bevor ich dann mich mit größeren Gruppen beschäftige, von den Grauen Wölfen bis zur PKK angefangen, die alle sehr kompliziert sind, wäre es gescheiter, man tut das sozusagen das Handwerk an diesen Gruppen erproben, wie es jetzt in Deutschland gemacht wird, wo die abgeurteilt werden sollen, und auch in Belgien, wo man dann festgestellt hat, dass ganze Anwaltskollektive, auch so genannt, durchaus Leute, die Ulrike Meinhof mitverteidigt haben, da massiv dem Rechtsstaat in die Parade fahren. Allerletzter Punkt. In der Tat gibt es auch ein Zusammengehen mit der organisierten Kriminalität, zum Teil aus Not und zum Teil aus familiären Gründen. Wenn ein Stamm sehr gut beim Schmuggeln ist, ob der jetzt Drogen schmuggelt oder dann zerlegte Waffen, fließt zusammen. Auch das etwas, was man vor allem in Europa deutlicher beobachten muss. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik wirklich aufgewacht ist, weil die Volksgruppen, die wir hier haben, aus Anatolien, aus dem Nahen Osten und so weiter, werden ja von ihren Regierungen genau beobachtet. Bei weitem nicht so wie wir. Vielen Dank. Ja, meine Herren, vielen Dank für die Teilnahme an diesem Panel. Ich danke allen Vortragenden für ihre Beiträge, auch den Dolmetscherinnen, und ich wünsche jetzt eine kurze Stärkung, Abkühlung. Im Zuge der steigenden Temperaturen können wir alle mindestens ein Getränk verbrauchen. Drüben in der Richtung Salat Arena. Dankeschön.